Ja, die waren heute Morgen hier oben gestanden. Das ist jetzt schon von heute. Gut abgebaut. Das ist Merlin, die hat eine eigene Vinothek hier in München, im Glockenbachviertel. Die Straße heißt genau. Angertorstraße. Ja. Und die vertritt mich heute und wird ein bisschen was über meine drei Weine erzählen. Ja, seine drei hervorragenden Weine, die ich selbst schon verkosten durfte, kommen alle natürlich aus dem Bordeaux, aus der Nähe von Saint-Emilion. Es sind drei sehr unterschiedliche, sehr charakterstarke Weine. So, wir haben hier jetzt als ersten Wein den Cuvée Privé. Ist ein 100%iger Cabernet Franc. Eigentlich eher untypisch, Cabernet Franc reinsortig auszubauen, aber in dem Fall ist es mehr als geglückt. Es ist ein sehr harmonischer und trotzdem rassiger Wein. Durch das halbe Jahr im Fass hat er schöne, kräftige Tannine, aber trotzdem eine sehr, sehr, sehr präsente Brombeere, dunkle Kirschfrucht. Dann der zweite Wein. Das ist der Cuvée La Lune. Genau. Hier haben wir wieder was komplett anderes. Wir haben 50% Merlot, das heißt, die Frucht steht im Vordergrund. Dann haben wir 25% Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc. Der Cabernet Franc bringt ein bisschen die Tanninstruktur und der Cabernet Sauvignon bringt die Paprika, grüne Paprika mit rein. Ist ein sehr, sehr charakterstarker Wein. Sehr alterungsfähig, würde ich auch sagen. Und wie Frederik selber sagt, der Wein für die Damen. Ja, und Lagerfähigkeit bis zu 20 Jahre und er war 27 Monate im Barrique gelagert. Da tendieren wahrlich mehr die Damen auf diesen Wein. Eleganz dieser Wein. Und dann kommen wir hier zu dem Ferrari unter den Weinen. Ja. Das ist der schlicht und ergreifende Grand Vin Frederic. Der Name sagt alles. fachmännisch hat er 60% Cabernet Sauvignon, 30 Merlot und 10 Cabernet Franc. Ganz salopp daher gesagt, habe ich vorher wirklich einfach nur aus dem Innersten raus gesagt, er ist die Bombe, weil er fängt ganz langsam an. Also man hat schon sehr viel in der Nase, dann im Mund. Für mich ist wichtig, dass ein Wein im Mund schon dieses Gefühl einfach bringt. Ja. Und dann kommt die starke, sehr starke Frucht und am Schluss kommt einfach nur noch das Barrique vom Fass, was sehr, sehr präsent ist, was mir aber auch sehr schmeckt, was, denke ich, mit den Jahren noch ein bisschen weicher wird. Aber man kann ihn sofort trinken. Ich würde sagen, jetzt in 5 Jahren, in 20 Jahren auch noch. Perfekt. Merlin. Sommelier.